Gab es bei Ihnen so ein Sommerhighlight? Ein Sommerhighlight? Ja, mein Gott, wir haben einen Kinofilm, der kommt am 7. November in die Kinos mit Henning Baum, der letzte Bulle. Da haben wir noch ein bisschen dran gearbeitet, mit Peter Torwart die Regie geführt. Ich hatte eigentlich zurückblickend Arnold wurde 72, Rambo, Sylvester Stallone wurde 73, da haben wir Geburtstage gefeiert, weil die alle im Juli sind. Das war jetzt mal so, was im Moment an den Highlights ist, was so Feierlichkeiten betrifft. Ansonsten war alles so ein bisschen sommermäßig, ein bisschen ruhiger erstmal, ne? Und entspannt. Aber jetzt geht's ja wieder los. Das Alter von Arnie und Sly haben sie längst noch nicht erreicht. Eigentlich ist die Frage auch überflüssig, aber ich frage trotzdem, wie bleibt man so fit und was tun Sie für die Gesundheit? Naja, ich ernähre mich erst einmal auch, ich würde jetzt sagen mal so zu 80% vegan. Ich esse immer noch mal ein bisschen ja, Fisch und so weiter, aber was ich weggelassen habe, ist Fleisch. Das ist, was ich auch wie viele andere immer über Jahrzehnte gegessen habe. Aber mein Cholesterin und alles andere hat sich dermaßen verbessert und die Energie ist da. Man muss natürlich das mit B12 oder mit Fischöl und mit anderen Vitaminsachen auch aufmachen, aber das muss man bei der Ernährung heute auch. 70% ist Ernährung und dann tagtägliches Training, viel Wasser trinken. Aber wie gesagt, bei den Milchprodukten kann man auf Reismilch, Almondmilch und so Sachen gehen. Und das Fleisch, wenn sich keiner von lösen kann, aber essen Sie bitte weniger Fleisch.